Gestern haben wir hier geputzt und gesäubert und saniert wie ein Teufel und heute geht's auf Reisen. Wohin? Sagen wir euch nach unserem Intro. In Braunschweig angekommen. Jetzt werden wir noch ein bisschen shoppen gehen, das Wetter genießen hier in Braunschweig und gegebenenfalls uns auch noch eine Kugel Eis gönnen. Und vielleicht nehmen wir euch mit, das wissen wir aber noch ja, nicht. Ja, das sehen wir dann, spontan. Das werdet ihr sehen, wir werden es auch sehen, also alle sehen es, ne? Genau. So, Licht aus, Kamera aus, Action vorbei. So, wir sind erfolgreich. Ja, zeig dein Eis, du hast auch Eis. Bin ich der einzigste Verfressene hier? Ja. Und zwar haben wir wirklich gut geshoppt, haben unsere T-Shirts und unsere Jacken gefunden, die wir brauchen für unsere nächsten Touren, die wir machen. Jo. So, jetzt gönnen wir uns ein lecker Eis von Leos Eiscafé. Empfehlen wir euch. Kann man auf jeden Fall hier in Braunschweig machen. Definitiv. Und jetzt mache ich mal eine schöne Drehung, weil da sieht man das deutsche Haus, Burg Dankewart und das alte Rathaus, ne, stimmt gar nicht, das aktuelle Rathaus, das alte Rathaus ist da hinten. Auf jeden Fall, wir sind hier am. Ein schönes Fleckchen. Am Rot. Irgendwas, Hofhäutchenplatz, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein schönes Fleckchen hier in Braunschweig. Genau. Gerade wenn Weihnachtsmarkt ist, ist immer genial hier. Aber auch sehr voll. Sehr voll. So, wir essen jetzt unser Eis und dann fahren wir weiter. Und dann lasst euch überraschen, wo wir landen werden. Genau. Wir sind jetzt, man sieht es im Hintergrund, da wo wir gar nicht hin wollten. Aber man kennt es ja bei den Videodrehs, man braucht immer SD-Karten und dann gibt es ja für gewisse kleine Geräte solche Micro-SD und dann braucht man einen Adapter dafür. Tja, und der Adapter liegt zu Hause. Tja, und wenn man es nicht das im Kopf hat, dann muss man es halt kaufen. Ja, und dann haben wir aber immer eins fürs Auto, eins fürs Zuhause. Und wenn das im Auto bleibt, mal sehen. Ja, das könnte wieder passieren. Ach, jetzt haben wir zwei zu Hause. Und genau. Aber da müssen wir dann einfach mal drauf achten. Bestimmt vier Stück zu Hause. Das will ich gar nicht jetzt hören, sondern wir holen jetzt einfach ein neues. Genau. So, Abmarsch. Immer wenn wir mal unterwegs sind, heißt es natürlich auch wieder, wir wollen euch ein bisschen die Landschaft zeigen. Das heißt, ich werde jetzt gleich nochmal die Drohne hier steigen lassen. Aber ich denke mal, wenn man hier mal so runter guckt, der Marcel zeigt euch das mal, kann man schon sagen, es ist ein schönes Plätzchen hier. Und ich denke, wir werden ein paar schöne Aufnahmen mit der Drohne hinbekommen. Angekommen sind wir hier in Clausthal, das ist also eher gesagt Buntenbock, das ist bei Clausthal. Und hier haben wir unser Nachtplätzchen wieder gefunden, wie beim letzten Mal auch. Ja. Wetter ist gut, alles kann jetzt, ja, Freizeit kann jetzt losgehen. Nachher gibt es noch ein schönes Stück Kuchen und dann schauen wir mal, was es noch so alles heute sich ergibt. Und wenn ihr das jetzt genau seht, völlig anderes Wetter. Ne, beim letzten Mal habt ihr die Harzreise hoffentlich schon gesehen, wenn nicht, verlinke ich euch das mal jetzt hier nochmal. Bildqualität hat uns auch nicht gefallen, das waren unsere ersten Videos, aber auch das kann man ja sich nochmal anschauen, was wir da fabriziert haben. Und jetzt ganz anderes Wetter. Hier ist jetzt der Sommer, den wir beim letzten Mal vermisst haben. Die Lieblingsaktion von Stefan, erstmal wieder kalibrieren. Und dann hoffen wir, dass wir schöne Aufnahmen bekommen hier aus Clausthal-Zellerfeld. Beziehungsweise das, was ihr sehen werdet, ist natürlich Buntenbock. So, können wir starten. Alles frei, sieht gut aus. Mal Kamera starten und dann starten wir die Drohne.
Drohnenflug beendet. War sehr schön. Also ich glaube, ein paar schöne Aufnahmen sind entstanden, soweit ich das auf dem Handy erblicken konnte. Wir gucken uns das mit Sicherheit nachher noch auf dem Laptop an. Und ja, Marcel winkt. Ja, weil ich mich in der Kamera, in dem Ding. Ach so, okay. Da kann ich winken, dann winke ich in die Kamera. Ich dachte, er wollte irgendwas auch noch sagen. Nö. Nee, ja, und von daher werden wir uns jetzt erstmal wieder auf den Weg zu unserem Auto machen und ein schönes Stück Kuchen essen. Wie man sieht, Kaffee ist gekocht, Tee ist gekocht für Marcel. Und wir haben lecker Kuchen. Guten Hunger. Und Stefan hat sich hier noch ein neues Fluggerät gebaut. Falls er mit der Drohne nicht fliegen kann, kann er mit den Schirmen losfliegen. Genau. Aber dafür ist Gott sei Dank der Wind nicht schön. Da muss ich aber meine Kamera mit haben, damit ich auch die Fotos von oben machen kann oder die Filme. Und dein Finger. Ganz und der Finger. Ganz wichtig. So, wir lassen uns schmecken und... Mahlzeit. Genau. Wir schauen uns jetzt die Dichtigkeit der Leitung an. Die haben jetzt einen Tag im Wasser gestanden. Jetzt wollen wir mal gucken, ob auch alle Anschlüsse dicht sind. Dazu packe ich erstmal den Ablaufschlauch aus. So, Brett ist schon mal trocken, das ist schon mal sehr gut. Ich fasse jetzt überall unter, ob irgendwo irgendwelche Tropfen dranhängen. Aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also, alles dicht. Würde ich sagen. Hier zumindest. Wir gucken dann nochmal da hinten an dem Küchenschrank. Wenn das auch dicht ist, ja, haben wir es gut hinbekommen. Hier gibt es ja Anschlüsse. Aber auch hier ist kein Wasser vorhanden. Sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt können wir mal gucken. Wasser nicht sofort an. Klasse. Alles gut. Alles dicht. Jetzt sind wir fertig eigentlich, haben genau. Alles wieder eingepackt, haben unseren Bulli, also den haben wir schlafen legen lassen, also der kann jetzt sich ausruhen von uns. Ja, und wir gehen jetzt Richtung Buddenbock und wollen dort zum Osterfeuer. So heißt das, genau. So heißt das. Hexen verbrennen, mal gucken, auf welche finden. Genau. Alles klar, und ab und zu melden wir uns nochmal. Genau. Ja, angekommen hier am Osterfeuer in Buddenbock. Schöne Aussicht in die Richtung, schöne Aussicht in die Richtung. Wahrscheinlich etwas windig hier, aber wir sind mal gespannt. Da ist das Osterfeuer dort. Der Haufen wird abgefackelt nachher. Mal sehen, ob die nicht noch nebenan die Büsche anzünden. Aber wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Ist auf jeden Fall ein sehr dörfliches Osterfeuer. Angeblich ist für leibliches Wohl gesorgt mit Bratwurst und auch wahrscheinlich ein bisschen Getränke, aber ja, es bleibt abzuwarten. Also im Moment haben wir gerade noch nicht so wirklich was entdeckt, einen kleinen Grill, aber wenn das leibliche Wohl ist, mal sehen, ob wir alle satt werden. Schauen wir mal. So, wir haben jetzt mal gerade den Spot gewechselt und haben hier einen wunderbaren kleinen Wasserfall gefunden, den wir unbedingt filmen mussten. Und zwar nicht nur ich, sondern Stefan auch. Ja. Und dann haben wir noch ein paar Versuche gemacht, Slow-Motion-Videos. Da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert hat. Mal sehen, was wir draus basteln können. Genau. Auf jeden Fall werden das tolle Videos werden. Ja, und jetzt warten wir noch, dass das Feuer angemacht wird. Und ja, dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Genau. We'll be right back.
So, wir haben es weit nach 19 Uhr, zumindest 10 nach 7. Und man sieht, der Baum steht da immer noch, ist ansatzweise angemacht worden. Nee. Im Internet wurde gepriesen, also wirklich auf Internetseiten, verschiedene Seiten, Osterfeuer im bunten Bock, für das leibliche Wohl wird gesorgt. Es gibt sage und schreibe Bier und antialkoholische Getränke und das war's. Ja, aber auch irgendwie so, weiß ich nicht, ein Ausschank oder sowas haben wir nicht richtig gesehen. Gibt's auch nicht. Einfach nur, da sind ein paar Jugendliche, die sich da versuchen, irgendwas in die Tasche zu verdienen, wenn sie... Genau. Also, und es gibt hauptsächlich da nur Jugendliche. Also jetzt kommen da so ein bisschen so ein paar... Naja, aber ganz ehrlich, wir haben Familien, sag ich extrem mal. Hunger und deshalb tun wir uns das nicht an, aber wir zeigen euch mal, wie es aussehen könnte, wenn im Harz Osterfeuer ist. Denn wir waren vor 3 Jahren schon mal hier und da gab es wenigstens ein Feuerchen. Genau. So, und wir gehen jetzt zu unserem Bulli und dann machen wir uns da was zum Essen. So ist es. Das Schöne an Camping ist die Flexibilität und genau die haben wir uns jetzt auch geholt, indem wir einfach gesagt haben, wir haben noch Hähnchensteaks. Sie wollten eigentlich morgen zum Grillen nehmen, aber ja, dadurch, dass wir jetzt am bunten Bock Osterfeuer nichts zum Essen überhaupt bekommen haben und nicht ansatzweise was angeboten worden ist, tja, schade, gibt es da jetzt wunderbare Hähnchen-Kräutersteaks, dann machen wir uns noch ein bisschen Toast dazu und dann haben wir trotzdem was Leckeres zum Essen. Und da gehen ganz schöne Grüße an Antje und an Ronny. Heute wird der Wein aufgemacht, den ich zum Geburtstag von den beiden bekommen habe. Ja. Wir werden euch berichten, wie er uns gemundet hat. Aber ich gehe mal davon aus, der wird schon gut sein, weil von lieben Leuten gibt es eigentlich immer nur was Gutes. So. Stefan, der grillt, also er grillt in der Pfanne, er brutzelt, brate. Und dann werden wir lecker essen und dann melden wir uns kurz vorm Gute-Nacht-Gehen nochmal. So, lecker gegessen, alles ja, wieder verstaut sozusagen, hier ist das alles wieder im Waschbecken drin, das müssen wir dann morgen früh abwaschen, ist ja kein Problem. Wir werden uns jetzt im Bett fertig machen, werden dann auch bald schlafen gehen. Und von daher, ja, vergesst nicht, unser Video zu liken, zu teilen, abonnieren, abonniert den Kanal und ansonsten, dann sehen wir uns bald wieder, beziehungsweise morgen, bei einer neuen Folge oder einer weiteren Folge von Kreuzfahrtbulli.